Ahoi und herzlich willkommen zurück, immer noch bei Syndicate Wars, immer noch bei der Mission in Colombo. Mit den Neuen auf der Flucht und mit einem ganzen Popo voll, ja, wie nennt man sie, Kultisten der neuen Epoche. Ja, ich drück schon B, damit die ein bisschen schneller gehen. Denn das Video kann ich leider mal nicht wegdrücken. So. Jetzt aber ganz schnell. Zack. 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 Ich würde gerne mal was probieren. Ausgewählt. Ist ja nicht egal, wir können das nehmen. Fernwaffe. Geh du mal bitte hier hin. Und die 4 holt jetzt. Das hat die 4 macht gar nichts. Die 4 geht jetzt hier in die. Oh, das ging schneller als erwartet. Ja, das funktioniert so nicht. Die 2 ist auch. Schön! Die ersten 40 Sekunden der Folge läuft. Ja, machen wir einfach nochmal. Oh, jetzt müssen wir das Video nochmal sehen. Nein! Ich kann das Video doch schon! Na gut, zumindest habe ich jetzt gelernt, dass Nummer 2 nicht alleine loslaufen sollte. Und schneller bitte, danke. Zack. 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 Ausgewählt. Und wir, Jungs, wir gehen jetzt sofort in die Mitte. Ich weiß, es ist riskant, aber ich muss diese Flugzeuge in der Mitte wegkriegen. Sonst lohnt der ganze Aufwand nicht. Darf hier aber nicht abstürzen, das wäre. Nein! Ach, das ist doch nicht wahr. 4 ist abgestürzt und. Errichte Drohnenverbindung. Ach, das. Ich glaube, ich schneide das. Also, wenn ich dran denke, dann schneide ich dieses Intro raus. Das ist ja. Hui, ist das nervig. Aber ich muss. Ich muss das irgendwie schaffen, weil ich habe später die Ressourcen nicht, die Feuerkraft habe ich nicht, um die ganzen Schiffe da wegzuholen. Und nochmal der ganze Kappes. So. Nummer 4, bitte. Wir müssen jetzt nochmal hier hin. Ganz langsam. Mach mal den hier kaputt. Der will nicht kaputt. Hier hin, bitte. Ganz langsam. Wir haben Zeit. Mach mal das Häuschen weg. Und weg. Komm, der muss doch irgendwie wegkommen. Lauf. Alter Finne. Ich hab keinen. Nein! Geh weg. Ich habe kein Flugzeug mehr. Ja, ich weiß. Muss zu 1. Nein, jetzt ist 3 auch noch am Arsch. Wieso? Ausgewählt. Komm, Fee, wir müssen fliehen. Nein. Oh, das ist doch unfassbar. Okay, so geht's nicht. Die Frage ist. Das Antisatellitenraketensystem des Orbitallifts. Das ist der Orbitallift? Sprungstellen. Heißt das, wenn ich die ausschalte, dann passiert irgendwas? Das könnte ich ja mal probieren. Errichte Drohnenverbindung. Ach, das Video. Mann! Weshalb? Ich mache jetzt die Qualität runter. Das sieht lustig aus, ich weiß. Und dann rennen die alle ein bisschen schneller. Dann müssen wir uns das nicht ganz so lange angucken. Wenn die kurz davor sind, drücke ich wieder und mache die Qualität wieder höher. So, mit O. Zack, 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 zack. Ausgewählt. Ausgewählt, ja schön.
Dann holen wir erstmal die Nummer 3 ab. Lass mal Lanze. Ausgewählt. So, einmal ist jetzt drin. Ausgewählt. Nö, natürlich nicht. Nummer 1. Kollege? Ja, das war's dann wieder mit Nummer 1, wie es aussieht. Es sei denn. Der hat keine Emotion mehr. Ne, das war's, glaube ich, oder? Ein Treffer und ich bin. Wurmfutter. Das heißt, ich muss Nummer 1 zuerst abholen. Das heißt, ich werde am Anfang viele, viele Schiffe verlieren. Das ist. Irgendwas scheint ich zu übersehen. Oder ist es wirklich einfach so schwer? Oder bin ich einfach so schlecht? Wahrscheinlich letzteres. So. Ausgewählt. Ja. Dann kommt mal mit, bitte. Wildes rumklicken. Und jetzt ist hier wieder die schwere Schlacht im Gange. Aber daran kann ich leider nichts ändern. So, lande mal bitte. Dann wieder rein. Ausgewählt. Auch rein. Ausgewählt. Ausgewählt. Zwei Schiffe. Ja. Was soll ich dazu sagen? Und die in der Mitte flattern immer noch fleißig rum. Ja. Das Schlimme ist ja, selbst wenn ich mir jetzt den Panzer zum Beispiel schnappe, so wird das nichts, damit irgendwie die kaputt zu machen, weil die mit ihren blöden Plasmalanzen viel zu schnell viel zu viel Schaden machen. Das ist so. Ja. Achso, ja, Nummer 2 kann sich wehren, das weiß ich ja schon. Ausgewählt. Fernwaffe. Ausgewählt. Dann gucken wir mal, ob wir so rum da hinkommen. Ohne die letzten zwei zu verlieren, aber ich bezweifle es irgendwie. Okay, das ging. Jetzt geht wieder dieses komische Landemanöver los. Oh, es ging sofort. Na, da bin ich aber. Ausgewählt. Ausgewählt. So, dann probieren wir jetzt mal irgendwie die Flugzeuge zu kriegen. Von irgendeinem Punkt. Obwohl, hier sind ja die Raketendinger, ne? Muss ich die irgendwie kaputt machen? Oh nein. Kann man die denn kaputt machen? Ausgewählt. Das probiere ich mal kurz aus. Scheint ja zu treffen. Ja, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das gebracht hat, aber ich mach's einfach mal. Um die angerannt. Oh, aber gleich alle! Ach du Heilige! So viel zu meinen letzten beiden Flugschiffen. Und die flattern hier oben immer noch fröhlich im Kreis. Ja. Gut.
Das soll uns erstmal egal sein. Wir machen das nächste kaputt. Nämlich das hier. Und wieder an. Ja. So, auf zum nächsten. Das ist dann hier. Da kommt jetzt nichts angestürmt scheinbar. Ich wette, das bringt gar nichts. Aber man muss ja mal gucken. Treffe ich den überhaupt? Oh, ich habe hier noch... Wo kommt der denn her? Nummer 3. Es fehlt noch einer. Mal kurz gucken, wo der war. Der war, glaube ich, oben, ne? Oh. Der ist ein bisschen weiter drin. Das könnte schwieriger werden. Dann gucken wir doch einfach mal, wie wir da rankommen. Kannst du mal aufhören, da hinzufliegen? Oh, ich tippe doch schon so anders schön. Flieg doch bitte weg. Und er fliegt zurück. So, lande einfach. Wenn du nicht richtig fliegen kannst, dann lande. Ja, das war eben ein Problem. Die KI natürlich nicht das macht, was man ihnen sagt. Jetzt kommen die da angelatscht, oder was? Ausgewählt. Und das war's schon wieder. Ach, das ist... Ich glaube, ich werde das jetzt mal noch mal ein bisschen so probieren und das dann wieder in Zeitraffer machen. Das ist ein bisschen blöd, weil ich eigentlich ein bisschen was davon zeigen wollte, aber wenn es immer wieder dasselbe ist, dann ist das ein bisschen schwierig. Deswegen mache ich immer kurz einen Cut und werde es dann einfach noch mal ein bisschen Zeitraffer machen. Bis dahin dann. Ciao und bis gleich. Ahoi und herzlich willkommen zurück zu Syndicate Wars. Eine kleine Information am Anfang. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich die Mission nochmal lange probiere und dann vielleicht so einen Zeitraffer zusammenschneide. Ja, 4 Stunden. Ich habe 4 Stunden versucht, diese Mission zu bewältigen. Und habe es nicht geschafft. Ich war auch kurz davor, tatsächlich, ja, abzubrechen. Weil ich habe es einfach nicht geschafft. Und 2-mal war ich kurz davor, alles auszulöschen und dann sozusagen die Mission zu schaffen und bin dann kurz vorm Ende leider doch gescheitert. Ich habe derweil zwischendurch halt immer mal gespeichert, weil ich dann das Equip gewechselt habe und etc. Dadurch habe ich jetzt hier ein bisschen weniger, ich glaube die Hälfte nur noch. Weil ich habe hier alles. Ich habe mit Atomgranaten um mich geworfen wie ein Wahnsinniger. Ja. Und lange Rede, kurzer Sinn. Die Mission habe ich dann doch geschafft. Aber das war dann irgendwie... Ja, da kommst du nicht drauf. Also ich bin da nicht von alleine drauf gekommen. Ich habe geguckt, wo sind Tricks und Tipps und etc. Und dann bin ich auf was gestoßen. Dachte, das kann nicht stimmen. Und hab's probiert. Errichte Drohnenverbindung. Und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Mal sehen, vielleicht klappt es jetzt wieder. Die 9, da sollen wir ja verfolgen. Und ich weiß nicht, was Bullfrog sich dabei gedacht hat. Ob die einfach einen ärgern wollten oder ob das genau so ein... So das Ziel war, so erstmal nachdenken und dann was machen. Aber naja. Ich kam mir am Ende so doof vor. Ich habe diese 4 Stunden lang geflucht. Es gab, glaube ich, keinen Ausspruch, den ich nicht benutzt hatte. Tarnschild. Hier, diese Tarnschilder nämlich, die ich vorher eigentlich nie benutzt habe, weil ich nicht wusste, dass die
auch bei den Epochen und etc. wirken. Aber gut. Die sind jetzt nämlich, wenn wir mal gucken. Wir haben ja hier unsere verstreuten Agenten mit diesen Nebenagenten. Achso, ja, der kann erstmal landen hier. Komm mal raus da. Wunderbar. Und die ganzen Jungs, die müssen ja eigentlich hier hin. Und warum man da nicht drauf kommt, jetzt wird ja angegriffen. Warum wird er angegriffen? Ah, nicht sterben. Nicht sterben. Leute. Lass den doch mal in Ruhe. So. Ja. Gut, so viel dazu. Was soll ich sagen? Achso, warum man da nicht drauf kommt, was ich meine, mit was man so machen kann und was nicht, ist, hier unten steht ja, sichern Sie den Aufzug. Dann gehe ich ja davon aus, dass der sicher sein soll. Also, alles umgehauen, nicht mehr in der Nähe und so, keine Gefahr. Nö, das Ziel ist es tatsächlich, einfach da reinzukommen. Ja. Und das können wir ja mal einfach probieren. Ausgewählt. Ausgewählt. Tarnumschild. Ausgewählt. Tarnumschild. Ausgewählt. Tarnumschild. Indem wir die einfach mal folgen. Hier ist Nummer 1, die hat schon alle verloren. Bereit. Da, die dürften auch gleich. Oh Gott, da kommt schon. Ah. Oh 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 oh. Nummer 2. Okay, Nummer 2 musste sein Medikit nutzen. Hat's aber geschafft. Nummer 3 hat auch schon alle verloren. Und da kommt Nummer 4. So, jetzt haben wir alle drei da drin. Können wir eigentlich sozusagen die 1 mal auswählen. Und dann mal gucken, ob es klappt. Nö. Bitte, es klappt das. Ja, ich will da noch rein. Klappt nicht mal das. Und das war's auch schon wieder. Dieses Ziel ist auch super, dass das wieder nicht klappt. Schöner Vorführeffekt. Errichte Drohnenverbindung. Das Ziel ist es, in diesen Fahrstuhl zu kommen. Und ich glaube, wenn ich das richtig gesagt habe, man muss auf diesem weißen Punkt stehen. Das probieren wir gleich nochmal. Ich wollte das nur kurz erklären, bevor ich darum drücke und man sich fragt, was da gerade passiert ist. Na, warte mal. Achso. Gut. Mhm. Du auch, ja, danke, danke. Du auch, ja, ja. Was? Nein. Ausgewählt. So, du. Geh mal runter, bitte. Schön runter. Dankeschön. Und bevor die wieder angelatscht kommen, schicken wir den mal gleich dahin. Ah. Bereit. Ausgewählt. Und der ausgewählt. Auch noch. Und dann hoffen wir mal, dass die jetzt alle da richtig drin stehen. So. Bereit. So, da kommt doch schon die Nummer 4. Nummer 4, du sollst da nicht drauf stehen. Bereit. Genau hier hin. So, das machen wir die anderen mal auch. Bereit. Dann hoffen wir mal, dass das klappt. Da ist Nummer 1. Jetzt fehlt nur noch Nummer 2. Da ist Nummer 2. So, dann gucken wir mal. Da. Und. Hör mir zu, Agent. Ich war einst Annika Mirabelle. Jetzt bin ich Teil des Bewusstseins der London KI. Wenn sie genug intakte DNA-Stränge in meinen Überresten finden kann, wird sie mich klonen. Die Neuen haben die Orbitalplattform eingenommen und eine Mondfähre gestohlen. Wir versuchen, unsere Leute in der Amundsen-Forschungskolonie per Laser zu warnen, konnten aber bislang noch keine Verbindung herstellen. Deine Aufgabe ist es, den Neuen in einer weiteren Fähre zu ihrem Ziel zu folgen und sie zu eliminieren. Ja, so viel zu der Mission. Die Mission ist auch nicht schlecht.
Hier sind so viele Gebäude, weil das eine Fähre ist, dass das irgendwie die Frames runterhaut. Und zwar ordentlich. Mach ich die weg. Hui. Alles kein Problem. Mach die wieder ran. Das ist schön. Ja. Was soll ich dazu sagen? Das war's mit der Mission sozusagen. Hier können wir was ablegen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Obwohl, den. Na komm. Ja, lassen wir so. Denn, ich habe ja dann nochmal geguckt, wie das weitergeht. Diese Station sollte bestenfalls nicht unter irgendeiner Explosion leiden, sonst geht das nämlich ganz schnell schief. Aber ich wette, bei meinem Glück sehen wir das denn noch. Und jetzt mache ich eigentlich immer den gleichen Quark. Sie nämlich... Alter, wieso ist der so verletzt? So. Den ganzen Quatsch, den die nämlich fallen lassen, die Wachen, einfach aufsammeln und wieder hinlegen. Ein bisschen, ja, aufwendig, aber was soll's. So. Upp. Ui, die Mission habe ich auch noch nicht geschafft. Da muss ich... Wo will er denn hin? Wer hat es aufgesammelt? Du. Plasmalanze. Ja. Was wollte ich sagen? Dass ich die Mission noch nicht geschafft habe. Man muss hier irgendwie den Selbstzerstörer, den Mechanismus irgendwie ausmachen. Das gucke ich aber gleich. Los. Hui. Das war knapp. Wer hat die nächste? Du hast die nächste. Okay. Ausgewählt. Stasisfeld. So, jetzt haben wir da ein Stasis. Nee, ach, Stasisfeld, sag ich das auch schon. Da waren Fallen. Soweit ich mich erinnere. Und dann gab es hier irgendwie Tore. Da, genau. Da geht mal bitte. Achso, nee, halt. Bevor ich das mache, erstmal alles ausschalten hier. Alter, der hat die Nummer 3 fast... Das war knapp. So. Jetzt müsste ich alles haben, soweit. Ne, den lassen wir mal in Ruhe. Lass mal kurz gucken. Die Nummer 1 hätte ich gern. Da müsste jetzt kurz so ein Mini-Cut kommen, genau. Wirklich durchsehen tut man da nicht. Aber wenn ich das richtig verstanden hatte, dann kann man damit... Na, geht mal hin. Das ausschaltet das hier nicht. Ausgeben. Nummer 3 muss er mal kurz was mitnehmen hier. Da. Genau, den Koffer. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Irgendwas muss ich damit ja aktiviert haben. Aber ich bin mir noch nicht genau sicher, was. Den haben wir. Einmal gucken, was hier noch ist. Ah, das ist jetzt nämlich frei. Und wenn ich jetzt... Ausgewählt. Wenn ich jetzt hier hingehe, muss ich zumindest den jungen Mann hier abknallen. Gucken, ob ich das schaffe. Ich wette, das wird nichts.
Nein! Nein, Nummer 4 kann ich's aufsammeln. Ja, da habe ich nicht wirklich mitgedacht, glaube ich. Ups. Das ist natürlich ungünstig. Also Nummer 4 sollte nicht dahin gehen. Gut. Dann nochmal. Ausgewählt. Gut, ich muss auch die ganze Zeit B drücken. Ich weiß nicht, warum das irgendwie so komisch ruckelt mit der DOS-Box, aber naja, dann ist das halt so. Zack. Zack. Einmal wieder aufladen. Derweil können wir dahin gehen. Achso, ich habe ja sowieso, glaube ich, mit meinen Mods, die ich im Körper habe, kein Problem damit, dann bin ich ja immun. Wieso hat der das? Das soll der nicht haben. So. Hä? Plasmalanze. Hä? Plasmalanze. Ah. Atomgranate. Nein, bitte nicht. Das geht mir auf den Sack, das scheiß Auto. Okay, da muss ich jetzt einfach mal der Neugier halber das Auto zerstören. Das geht mir irgendwie auf den Keks. Ausgewählt. Ich will jetzt nur wissen, ob das Auto von vornherein ja, sozusagen die Station zum Explodieren bringt, oder ab. Ne, das war scheinbar ich auszusehen. Oh! Der Typ explodiert. Wieso explodiert denn der Typ? Der war wohl ein bisschen zu sauer darüber, dass ich sein Auto zerstört habe. Gut, dann lasse ich den halt in Ruhe. Ausgewählt. Achso, ich muss ja wieder was ablegen. Das möchte ich nachher ganz gerne wieder mitnehmen. Aber bis dato. Ausgewählt. Lassen wir das hier einfach mal ein bisschen alleine. Gut. Wir gehen hier hin. Ja, ja, ist ja gut. Zack, einmal wieder hoch. Und weg. Jetzt wieder hier zum Gasangriff. Zum Glück wird er auch überfahren. Da war das Auto im Weg. Ah, immer wieder derselbe Anfang hier. Ausgewählt. Nein. Ausgewählt. Ja. Stasisfeld. Und nochmal so. Wir warten mal kurz. Gehen wir hier hin. Legen den Quatsch hier weg. Das auch. Plasmalanze. Plasmalanze. Jetzt warten, bis er zurückfährt. Sehr schön. Der lebt ja noch. So. Ich versuche mich auch ein bisschen zu konzentrieren gerade, damit ich nicht zu häufig sterbe. Jetzt wollte ich zur Spinne, ne? Genau hier. Mal kurz warten. Sehr schön.
wieder Dampf vom Kessel nehmen. Sich überfahren lassen, das gehört irgendwie auch schon zum Alltag. Dann hier hin. Mitnehmen. Weglegen. Immer dasselbe Spiel. So. Ausgewählt. Nein. Das den Koffer habe ich jetzt automatisch mitgenommen, ne? Weg. Nein. Und weg. Der hat nichts. Ausgewählt. 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 Ich habe soweit, glaube ich, alles zerstört. Halt, wo ist meine Maus? Da. Okay. Ich Nummer 4 da, bitte. Ausgewählt. Nummer 1. Nein, nein, nein. Lass das. 1 und 2 kommen hier hin. Nummer 3 geht hier hin. Ausgewählt. Ja, sehr schön. So, jetzt muss ich mir den da oben schnappen. Ach Quatsch, was ist denn 3? Obwohl, ja, der kann. Falls da irgendwas kommt. Obwohl, lieber nicht. Nee, nee, nicht, dass da was kommt, was die, was eine Bombe fallen lässt. Hui. So, jetzt ein Quicksave. Das wäre schön. Lass mal, Lanze. Ja, das ist ja noch sowas. Hier ist einer. Ach, den muss ich bestimmt von der anderen Seite ran, ne? Würde ich mal sagen, dass das jetzt hier ist. Ausgewählt. Ausgewählt. Martin! Einmal daneben geklickt. Ja, gut, damit etwa eine etwas längere Folge, auch um das hier von hier vor mal wieder ein bisschen spannender zu gestalten. Ich sag dann aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal schaffen wir das. Deswegen, bis dahin, ahoi und fruere vita tua.